Abonniere Keytoons und lass den unendlichen Spaß beginnen. Ich finde es nicht. Bist du sicher, dass es nicht irgendwo anders ist? Nein, ich bin sicher, es ist hier. Es muss einfach hier sein. Wirklich? Ich bin nicht so sicher. Die Unterwasserwelt ist ein wahres Wunder. Hey, wuff, wuff. Ihr dürft keinen Müll am Strand liegen lassen. Na, was ist das? Mal sehen. Oh, armer Seestern. Keine Sorge, ich befreie dich. Wo ist der? Wo ist der nur hin? Oh nein! Oh, du kannst hier nicht bleiben. Du musst doch wieder zurück ins Meer. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sei VIP-Fans. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Fans. Stella und der Stern. Meditation. Hi, tut mir leid, wenn ich störe. Mein Name ist übrigens Stella. Hi Stella, ich bin Nila. Was kann ich für dich tun? Naja, weißt du, ein Seestern hat sich in meinen Haaren verfangen und ich kriege ihn nicht raus. Kannst du mir behilflich sein? Du bist sehr aufgeregt. Als erstes musst du dich einmal entspannen. Einatmen und ausatmen. Du bist sehr spirituell, nicht wahr? Mhm. Aber auch etwas eitel, denn du hast gerade über ein neues Hairstyling meditiert. Wow, hast du Superkräfte? Woher weißt du das? Du kennst mich gar nicht. Keine Superkräfte, nur gute Intuition. Das mag ich. Ich muss dich meinen Freundinnen vorstellen. Sie werden dich sicher lieben. Hi Mädels. Ich habe Stella kennengelernt. Sie braucht unsere Hilfe, um einen Stern zu retten. Ein Dogfluencer von Doggy Talk? Einen weltbekannten Skateboarder? Einen Filmstar? Nein, einen Seestern. Hä? Seestern? Warum das? Kommt zum Strand, ich erklär's euch. Oh, mein Horoskop sagt, dass ich heute einen Star treffen werde. Wird es ein Filmstar sein oder ein Popmusikstar? Oh, Fabias Haargummi. Chiara. Oh, mir ist ganz schwindelig. Daniela. Ich befeuchte den Seestern, damit er nicht austrocknet und krank wird. Ja, ich habe Taylor geschrieben und sie sagt, dass sie gerade in Australien surft. Oh. Hi, Freunde. Das ist Stella. Sie kann voraussagen, was ihr denkt und wie es euch geht. Versucht's. Sie findet alles raus. Nicht wirklich. Wirklich? Woran denke ich gerade? Du denkst an deine Freundin Taylor, die beim Surfen sehr viele Trophäen gewinnen wird. Oh, ja. Wow. Was ist mit mir? Kannst du es erraten? Es ist etwas Süßes, ein Cupcake. Du hast Superkräfte. Hätte ich Superkräfte, hätte ich vorausgesehen, dass sich ein Seestern in meinen Haaren verfangen wird. Meinst du nicht? Hey! Tut mir leid. Glaubt ihr wirklich, dass das funktioniert? Aber natürlich, du wirst sehen. Unmöglich, es geht nicht. Der Seestern wird wohl für immer in meinen Haaren feststecken. Stella, ich habe eine Idee. Die Einzigen, die dich retten können, sind Fabio und Fabia. Sieht toll aus, Onkel. Danke dir. Mein Horoskop sagt, dass ich heute noch einen Star kennenlernen werde. Klasse. Dann muss ich mich auch fertig machen. Übrigens, hast du mein Haargummi gesehen? Ich kann es nirgends finden. Das Haargummi? Nein, nicht gesehen. Wo kann es nur sein? Hier ist es. Keine Angst, es macht Riesenspaß. Ha! Ah! Oh! Was macht Spaß? Wow, Fabio, wie stylisch. Was hast du denn gemacht? Ich habe mein Haar sehr sorgfältig gestylt, denn heute habe ich ein Date mit einem Star. Wow! Ja, er sieht blendend aus. Ich würde mir die Haare auch gerne machen, aber ich finde mein Haargummi nicht. Hi, Freunde! Hi, Chiara! Also, ich bin sicher, dass Stella es finden wird. Weißt du, wo mein Haargummi ist? Sieh doch mal in Chiaras Spielzeugkiste nach. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Fabia? Vielleicht irrt sie sich. Ich bin mir ganz sicher. Oh, danke schön. Ein perfekter Pferdeschwanz. Und weshalb bist du so traurig, Stella? Also, ich war am Strand und es war ein schöner Tag. Dann wollte ich Müll einsammeln, den jemand dort liegen gelassen hat. Und ganz plötzlich tauchte dieser Stern auf.
Der Star? Wo? Wo? Sie redet von dem Seestern. Oh, der Star singt im Wasser? Am Strand? Wie seine Haare wohl aussehen? Ob er ein spezielles Produkt für den Sand braucht? Nein, nein, nichts dergleichen. Ein Seestern hat sich in ihren Haaren verheddert. Was? Oh, mein Horoskop meinte mit Star wohl etwas anderes. Aber nicht verzagen. Wir werden ihn befreien, damit er wieder zurück ins Meer kann. Ja, Mission Seesternrettung. Um den Seestern zu befreien, werde ich diese Seetankspülung verwenden. Mermaid Style! Danke, Freunde! Ihr habt nicht nur mein Haar gestylt und den kleinen Seestern gerettet. Ihr habt euch selbst übertroffen. Ich liebe diesen neuen Look. Und tut mir leid, ich wollte dich nicht bloßstellen. Keine Sorge, es ist nur ein Haargummi. Bring mir den Seestern zurück ins Meer. Ja! Ja! Juhu! Da du jetzt meinen Haargummi nicht mehr hast, habe ich eine Überraschung für dich. Ja! Ja. Chiara? Das Haargummi? Ah, ich weiß, wo es ist. Chiara hat schon es... Okay, Onkel, mach dir keine Gedanken. Übrigens, Onkel, das hast du toll gemacht. Du hast keinen Star getroffen, aber einen Stern gerettet. Es stimmt. Ich bin ein Held. Ah. Der kleine Seestern war so glücklich, wieder im Meer zu sein. Oh, aber bei dem ganzen Müll hier könnten auch andere Seesterne sich verfangen. Ja, lasst uns hier sauber machen, bevor wieder etwas Schlimmes passiert. Wir haben es immer noch nicht gefunden. Warte mal kurz. Ich glaube, ich habe es zu Hause gelassen. Wirklich, Lilly? Sieh dir nur dieses ganze Chaos an. Unglaublich. Oh, ich habe eine Idee. Lass uns auch sauber machen. Ja. Hi, VIP-Pets. Werdet ihr den Strand nochmal verwüsten? Entschuldigung, wir haben etwas gesucht. Aber dann haben wir bemerkt, dass Lilly es zu Hause vergessen hat. Dann haben wir euch aufräumen sehen und wollten helfen. Ihr inspiriert uns. Es tut uns leid. Werdet ihr uns vergeben? Na klar. Mädels, wisst ihr was? Ich kann auch hell sehen. Die VIP-Pets haben ab heute ein neues Mitglied. Stella! Ja! Wir haben einen neuen Ort, an dem wir die beste Talentshow der Welt veranstalten. Erratet ihr ihn? Ja, Glam City! Seid ihr bereit, den berühmtesten Talentshow-Juroren euer Können zu zeigen? Die Talentshow in Glam City? JB, Savannah, Samira und Kelly Cherry? Das muss ich meinen Freundinnen erzählen, die flippen aus! Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sei VIP-Fans! Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Licht und Kamera an. Bollywood. Einfach wundervoll. Diese Haarverlängerungen sind die beste Erfindung. Unglaubliche Farben, ausgeglichenes Gewicht, Haltbarkeitsstufe 10. Ja, sie halten das Gewicht eines Elefanten aus, ohne sich zu lösen. Wir probieren diese Verlängerungen an unserem nächsten Kunden aus. Wir werden berühmt. Ich meine, noch berühmter als jetzt. Vielleicht solltest du erst die Gebrauchsanweisung lesen? Gebrauchsanweisungen sind überbewertet. Naja, vielleicht bin ich nicht so erfahren wie du, aber... Liebe Nichte, ich zeige es dir. Achte auf die Verlängerung. Sei die Verlängerung. Nimm sie. Laut der Anweisung ist sie sehr empfindlich. Wir sind Genies. Wir benötigen keine Anweisungen. Zum Waschbereich. Schnell. Ah! Die Talentshow in Glam City? Savannah und Samira in Glam City? Und Kelly, Jerry und JB? Das ist unsere Chance zu zeigen, wie talentiert wir sind. Was, wenn wir darüber meditieren und auf die Geräusche der Wellen hören? Super. Der Strand ist der perfekte Ort, um unser Geschick zu trainieren. Ich bin Proben. Wie läuft's bei euch, Mädels? Bei mir geht's rund. Ich poste Bilder, kommentiere und kreiere neue Stories. Ich bin so konzentriert. Das wird richtig coole Street Art. Ich liebe es. Ganz ruhig. Atmen. Okay. Lasst mich nachdenken. Die Playlist für die Talentshow ist fertig. Na los. Ja. Hä? Was ist das für Musik? Wow! Unglaublich! Dieses Hündchen hat wirklich Talent. Wir müssen mit ihr sprechen. Dann los! Rechts von dir. Ha? Nein, nein, nein. Links. Nein, nein, warte. Sie, warte. Oh, super haltbare Haarverlängerung. Und super empfindlich.
unmöglich. Durch die ganze Bewegung hat es sich schon gelöst. Fabio, hör auf den Experten. Konzentriere dich. Oh, bist du bereit? Hä? Drehen, drehen, drehen. Okay, spring, spring, spring. Hey, was du da machst, ist so cool. Und diese Musik, was ich liebe es. Wie heißt du? Du musst unbedingt zur Talentshow gehen. Wenn du mich lässt, mache ich dich ruckzuck berühmt. Wir lieben dich. Ich heiße Maya. Ich muss jetzt los, nett euch kennenzulernen. Warum läuft sie denn weg? Vielleicht waren wir zu aufgeregt und sie hat Angst bekommen. Übrigens, wie nennt man diesen Tanz? Maya tanzt wie in den Bollywood-Filmen. Manchmal tanzen da hunderte von Leuten auf einmal. Die Musik ist aus Indien. Ich liebe es. Aber warum ist sie weggelaufen? Vielleicht waren wir so begeistert, sie zu treffen, dass sie etwas überwältigt war. Also in diesem Fall müssen wir Maya finden und uns entschuldigen. Teilen wir uns auf. Maya ist unglaublich. Sie tanzen zu sehen ist einfach magisch. Hi, Maya. Hi, tschüss. Maya, Maya, warte. Ah, ein perfektes Selfie. Oh, mein Kopf. Entschuldigung. Das bist du. Ja, aber ich kann nicht. Maya, warte. Hi, Gigi. Gigi? Stella? Maya! Ich bin so müde. Maya! Diese Musik ist wirklich toll. Mit ein paar Änderungen und guten Beats hättest du einen Hit für die Talentshow und endlich! Ich habe dich schon gesucht. Wir lieben es, wie du tanzt. Nicht wie wäre es, wenn wir uns unterhalten? Gebt ihr eigentlich nie auf? Wenn wir es auf meine Art gemacht hätten, dann wären wir jetzt nicht in dieser Lage. Oh nein! Keineswegs! Du musst die Gebrauchsanweisung lesen. Emma, wir sind wegen dir in dieser Lage, Onkel. Sieh nur, wir können uns nicht mehr bewegen. Und wir sind... Onkel? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte nicht... Nein, nein, du hast völlig recht. Ich hätte die Anweisungen lesen sollen. Tränen lösen den Kleber auf. Endlich gute Nachrichten. Ich liebe dich so sehr. Entschuldige, dass ich dich angeschrien habe. Es tut uns leid, Maya. Vielleicht waren wir zu hartnäckig. Und auch ein bisschen zu bestimmerisch. Aber du tanzt so gut. Du solltest zu der Talentshow gehen. Freunde, beruhigt euch. Aber ich kann nicht einfach zu der Talentshow gehen. Warum denn nicht? Ach, es tut mir leid, aber ich bin nicht so gut, wie ihr denkt. Machst du Witze? Du tanzt so gut. Sieh dir nur das Video an, das wir am Strand gemacht haben, ohne dass du es gemerkt hast. Aber ihr versteht einfach nicht. Ich kann nicht tanzen, wenn jemand zuschaut. Ich fühle mich so eingeschüchtert. Wir müssen etwas tun. Aber wie können wir ihr denn helfen? Sie braucht mehr Selbstvertrauen. Das Problem ist, dass sie nervös wird, wenn sie merkt, dass Leute um sie herum sind, wenn sie tanzt. Stimmt's? Wartet, ich habe eine Idee. Erstmal... So machen wir's. Hier lang. Überraschung! Aber was ist das alles? Hier ist dein Publikum, damit du richtig proben kannst. Wir haben es gemeinsam für dich gemacht. Gefällt's dir? Ich liebe es. Komm schon, legen wir los. Und es gibt noch eine weitere Überraschung, Maya. Noch eine? Ja! Deine Freundinnen haben uns erzählt, wie besonders du bist. Wirklich? Natürlich. Sie haben uns gebeten, deine Haare zu kämmen, damit du wie ein Superstar aussiehst. Wir werden unseren super Glitter-Twist-Look an dir ausprobieren. Bist du bereit? Los geht's! Guten Morgen, Glam City. Diese neue Staffel unserer Talentshow wird sicher eine der allerbesten aufgrund der großen Talente unserer diesjährigen Teilnehmer. Maya, bist du bereit, ein Teil unserer Show zu sein? Ja, man selbst zu sein und zu seinem eigenen Beat zu tanzen ist das Beste der Welt. Und natürlich auch meine neuen Freundinnen. Na los, VIP-Pets. Seid ihr alle bereit, bei der Talentshow zu strahlen? Ja! Hallo, meine Lieben! Heute sprechen wir über Alexia, die neue Talentshow-Teilnehmerin, die dank des Zuspruchs ihrer wunderbaren Freunde entschieden hat, teilzunehmen und ihr Talent bei der Street Art zu zeigen. Oh, Alexia ist die Beste! Alexia ist die Beste! Danke! Mir wurde
wurde gesagt, dass wir eine exklusive Live-Schalte mit Alexia haben. Also Alexia, bist du froh, an der Talentshow teilzunehmen, nachdem du so viel Freude und Farbe in deine Stadt gebracht hast? Okay, wirklich sehr weise Worte. Ja! Zurück ins Studio. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sei VIP-Fans. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Fans. Die Königin des Street Art. Alexia, bist du nicht nervös? Du wirst die erste von uns sein, die an der Talentshow teilnimmt. Nervös? Doch nicht deswegen. Denk dann, Hi zu sagen und Jamie um ein Foto zu bitten. Er ist so... Doggy. Hey, sei vorsichtig. Vertrau mir. Dein Haar wird super cool aussehen mit meinem neuen Street-Art-Look. Du wirst fantastisch aussehen, wie Madame Lala. Oh, was für ein Desaster. Meine Liebe, ich muss dir was sagen, obwohl alle gesagt haben, ich soll's dir nicht sagen. Na, dann sag's nicht. In Ordnung, okay. Ich sag's dir, ich hatte einen Traum. Und zwar von dir. Du hast glücklich gemalt, aber plötzlich erschien eine riesige dunkle Wolke. Stella, wir sagten doch, du sollst nichts sagen. Willst du ihr Angst machen? Keine Sorge, das macht mir keine Angst. Ich mach Street Art, seitdem ich ein Welpe bin. Nichts hält mich jetzt noch auf. Gut gesagt. Hurra, Alexia! Hurra! Hurra! Danke für euer Vertrauen. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. Guten Morgen, Glam City! Hier kommt die bekannteste Talentshow der Welt, die darüber entscheidet, was in Glam City trendy ist. Seht auf die Bühne. Ist sie nicht toll? Aber lasst uns unsere berühmten Juroren nicht vergessen. Die coolsten Hunde der Welt! JB, die Teenager-Pop-Sensation. Hallo, ihr Lieben. Wie läuft's bei euch? Seid ihr bereit für die Show? Kelly Cherry, die lustigste und coolste Diva überhaupt. Ich liebe euch, Follower. Küsschen. Und natürlich Savannah, so leidenschaftlich und tough. Legt euch nicht mit ihr an. Ich danke euch. Danke. Und zu guter Letzt Samira, unsere Latin-Supernova. Kein Hund schwingt die Hüften wie sie. Mein Rhythmus lügt nicht. Und jetzt, meine Damen und Herren, macht mal etwas Lärm, um Alexia willkommen zu heißen, die Königin der Street Art. Hi, hallo, vielen Dank. Letzte Nacht habe ich geträumt, dass du fröhlich gemalt hast und plötzlich tauchte eine riesige dunkle Wolke auf. Die Zeit ist um. Ich glaube, Alexia hat ihre Regenbogenfarben zu Hause vergessen. Aber mal sehen, was unsere Juroren sagen. Ich weiß nicht. Ich dachte, Alexias Stil wäre irgendwie anders. Ich finde es ein wenig dunkel. Ich glaube, dass ich etwas Licht in all dieser Dunkelheit sehen kann. Ja, das ist cool. Das finde ich auch, Savannah. Ich würde gern den ganz eigenen Stil der Künstlerin sehen. Du kommst in die nächste Runde, einverstanden? Ja, von mir ist es ein Ja. Super! Komm schon, Alexia, du hast es ins Finale geschafft. Ja, aber ich war sehr nervös. Ich habe überall nur dunkle Wolken gesehen. Oh, armes Ding. Siehst du, Stella? Du hättest dir nichts von dem Traum erzählen sollen. Ich wollte nur... Du musst aufhören, so abergläubisch zu sein. Stimmt, Alexia. Dein Talent ist alles, was zählt. Du bist ein VIP-Pet. Meine Güte, es regnet wie aus Eimern. Vielleicht ging es in Stellas Traum ja genau darum. Naja... Vielleicht. Keine Sorge, Mädels. Das Wichtigste ist, dass es Alexia ins Finale geschafft hat. Und jetzt machen wir ihr einen spektakulären Look, damit sie inspiriert wird. Etwas richtig Buntes, um ihren strahlenden Stil zurückzubringen. Was meint ihr? Ja! Wenn ihr meint... Hä? Was ist denn hier passiert? Alles ist so durcheinander, aber bunt. Oh. Ich habe eine Idee. Vertraut mir. Alexia, es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass meine Träume dich hemmen und dein Kunstwerk ruinieren. Es muss dir nicht leid tun. Ich
bin verwirrt. Um ehrlich zu sein, ich hatte noch nie einen Traum, der sich erfüllt hat. Ich höre auf meine Intuition, aber das heißt nicht, dass ich die Zukunft vorhersagen kann. Stella, du merkst es nicht, aber deine wahre Kraft ist, eine so gute Freundin zu sein. Obwohl du dich manchmal irrst, versuchst du immer zu helfen. Wir brauchen keine Magie, solange wir Freunde sind. Wir sind die VIP-Pets. Alexia, vielen Dank. Du bist auch eine gute Freundin. Für immer zusammen. Es ist so cool, ein VIP-Pet zu sein. Seid ihr bereit für das Finale? Hier kommt sie, unser Street-Art-Artist Alexia! Meine Hommage an die Freundschaft, denn sie ist die wahre Magie. Unglaublich! So cool! Also, das ist der wahre Alexia-Stil. Ich liebe es! Meine Glückwünsche, Alexia. Du warst schon immer eine Künstlerin, aber jetzt bist du ein Superstar. Babels, lasst uns diesen besonderen Moment mit diesem Kuchen feiern. Ich habe ihn extra für dich gemacht. Siehst du, diese dunkle Wolke liebe ich. Hey, Vorsicht. Morgen habe ich einen Yogakurs. Jetzt probiere ich ein Haarstyling so schön wie Alexias Street Art. Der Color Boost Look ist einzigartig, Onkel. Das werden wir noch sehen. Nein, ich möchte nicht. Ach, lass mich in Ruhe. Sprich nicht mit mir, ich bin inspiriert. Wow, so will ich bleiben. Aber Onkel, das ist der Color Boost. Mein Color Boost. Hast du meine Idee geklaut? Nein, habe ich nicht. Naja, ein bisschen vielleicht. Nur ein bisschen. Okay, habe ich. Hey, weißt du was? Ich glaube, der würde uns auch gut stehen. Die rechtsdrehende Pirouette. Hopp. Und jetzt der super Flickflack. Oh. Was ist das? Die Talentshow könnte eine gute Gelegenheit sein, um wieder an Eislaufturnieren teilzunehmen. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sei VIP-Fans. Immer zusammen, wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Fans. Das Eislauftalent. Mal sehen. Konzentration. Eis. Was meinst du mit Eis? Ich dachte gerade, dass es fantastisch wäre, ein durch Eis inspiriertes Haarstyling zu kreieren. Mir wird kalt, wenn ich nur dran denke. Wie auch immer, Onkel. Wir gehen zu der Talentshow. Sei pünktlich, okay? Trockeneis oder nasses Eis? Und hier ist sie, unsere Lieblingsmoderatorin Wanda. Hallo und willkommen, Hunde von Glam City. Seid ihr bereit für die heutige Show? Es ist so kalt. Wenigstens habe ich meinen heißen Tee und... Hä? Ist dir auch kalt? Willst du etwas Tee? Nein, das ist es nicht. Ah, du bist eine Teilnehmerin. Deshalb zitterst du. Du bist nervös. Ich bin Fabia und wer bist du? Ich heiße Bianca. Ich werde an dem Wettkampf teilnehmen in der Kategorie Eislaufen und... Ja, ich bin sehr nervös. Keine Sorge, du machst das sicher toll. Die Sache ist ein bisschen komplizierter, Fabia. Ich war eine super Eisläuferin, bis etwas... passiert ist. Was denn? Ich habe ziemlich hart für die Hunde-Olympiade trainiert. Und um die Jury zu beeindrucken, habe ich eine der gefährlichsten Figuren der Eistanzwelt gemacht. Ein Rückwärtssalto. Aber ich hatte nicht genug Schwung, ich war nicht schnell genug und dann war es das mit dem Eislaufen. Also, seit diesem Tag bist du nie wieder Schlittschuh gelaufen? Nicht bei Wettkämpfen, aber ich liebe es. Es ist meine Leidenschaft. Und als ich neulich das Plakat für die Talentshow gesehen habe, habe ich beschlossen, es ist Zeit, auf die Bühne zurückzukehren. Lasst uns das ausdrücken mit unserer ersten Teilnehmerin. Oh, es ist Zeit. Du musst auf die Bühne. Ich juble dir von der Tribüne zu. Na los! Ich will euch nicht länger warten lassen. Herzlich willkommen, Bianca! Also, anscheinend lässt Bianca sich etwas Zeit beim Rauskommen. Ist sie etwa eingefroren? Komm schon, Bianca! Alle warten auf dich! Hier sind wir wieder! Kommt schon! Macht alle mal ein bisschen Lärm für Bianca! Also, wo bekomme ich jetzt etwas Eis her? Ah,
Videoanruf. Hi, Chiara hat mir die Nummer gegeben. Ich bin ihre Cousine. Ah, du bist Chiara. Ich habe schon sehr viel von dir gehört. Ich werde euch bald besuchen, aber zuerst hätte ich ein paar Fragen an dich. Sicher, was immer du wissen willst. Ich habe eine Liste, damit ich nichts vergesse. Ach, Mama Mia. Sie hat Stil und ihr Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich habe sie noch nie gesehen. An diese eleganten Bewegungen könnte ich mich erinnern. Oh, ich werde scheitern wie beim letzten Mal. Und sie werden mich auslachen. Oder noch schlimmer, ich werde mich verletzen. Es ist besser aufzugeben. Ich tue es, als ob ich hinfalle und das war's. Oh, es tut echt weh. Bianca, ist es schlimm? Überhaupt nicht. Bist du sicher? Ja, ich glaube, ihr solltet sie im großen Finale sehen. Sag sowas nicht. Ich möchte nicht. Wir haben entschieden, dass du verdienst, ins Finale zu kommen. Ich weiß immer noch nicht, wo ich sie schon mal gesehen habe. Im Fernsehen? Im Supermarkt? Endlich kann ich meinen ultra-eiskalten Gel Permafrost 2000 ausprobieren. Er braucht nur noch ein bisschen Bühnenmagie. Das Eis von der Eisbahn ist das Beste der Welt. Ein Löffelchen voll müsste ausreichen. Oh, meine Haare! Und was jetzt? Ah, das ist so schwer! Wenn du dich weiterhin von deiner Angst lähmen lässt, wirst du deine Leidenschaft aufgeben müssen. Und das wäre schade, denn wenn Eislaufen dein Traum ist, solltest du nicht aufhören. Hey, ich weiß, wer du bist. Du bist Bianca, die Eisläuferin. Als ich klein war, habe ich deine Karriere verfolgt. Ich bin so froh, dass du wieder antrittst. Vielen Dank, aber ich bin nicht sehr selbstsicher. Ich habe Angst, mich wieder zu verletzen. Ich habe eine Idee. Vertrau mir. Von hier habe ich mein cooles Haarstyling. Dieses Pink sieht dir hervorragend. Komm schon, Bianca. Ich probiere einen Color Boost Look, aus den du lieben wirst. Style. Wow, der ist umwerfen, aber... Aber was? Hab keine Angst. Wenn wir den ganzen Tag darüber nachdenken, was passieren könnte, tun wir am Ende nichts. Du siehst toll aus, hast Freunde, die hinter dir stehen. Und denk an das Wichtigste. Warum hast du mit dem Eislaufen angefangen? Weil es mich so glücklich macht. Da hast du es. Das Telefon. Hi, Chiara. Hi, Fabio. Ich rufe nur an, um mich für deinen Rat zu bedanken. In ein paar Tagen komme ich nach Glam City. Was ist mit deinen Haaren los? Nur ein kleiner Unfall mit etwas Gel. Sowas Ähnliches ist mir in Alaska passiert. Weißt du, was du zum Eisbrechen benutzen kannst? Einen Eispickel. Tschüss, Fabio. Einen Eispickel? Mal sehen, wo ich einen finden kann. Danke für den Tipp. Das versuche ich mal. Bianca! 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 Ja! Ja! Komm schon, Bianca, du schaffst das. Du hast es, Liebes. Du hast es wirklich. Was? Talent. Du bist eine unserer Gewinnerinnen. Ja! Jemand helfen? Es ist gebrochen. Endlich. Ich habe mein Haar zurück. Aber was noch wichtiger ist, Bianca, du hast das geschafft. Ich glaube, Bianca kann ein Gel zum Üben benutzen, Onkel Fabio. Sie könnte damit eine Eisbahn bauen. I love VIP Pets. Willkommen bei der Halloween Talent Show Special Edition. Einen großen Applaus für Lila und ihre Yoga Style Show. Hallo. Dankeschön. Lila. Ich sehe dich im Finale. Erschreckend entspannend. Geheimnisvoll, aber friedlich. Oh, ich habe Gilda. Dankeschön. Ja.
Ja! Herzlichen Glückwunsch! Wie großartig! Du hast es in die Endrunde geschafft! Namaste, Freunde! Wirklich toll gemacht, Mädchen! Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Oh. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen, Nela. Los, Mädels, sie braucht etwas Luft. Oh. Habt ihr das gesehen? JP hat mir zugezwinkert. Ah. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP-Fans, VIP-Fans, Freunde sein. VIP-Fans, immer zusammen. Wir sind nicht aufzuhalten. Hey. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP-Pets. Nilas Schwarm. Die beste Musik für Halloween ist Pop. Sie wischt die Angst einfach weg. Auf keinen Fall. Disco-Musik ist viel besser. Bitte, fang nicht schon wieder an. Hast du Schmetterlinge im Bauch? Was? Ich weiß, was los ist. Ich glaube, dass jemand in JB verliebt. Das bin ich nicht. Nur weil ich alle seine Platten habe, auf all seinen Konzerten war und überall in meinem Haus seine Poster hängen? Naja, und weil du ohnmächtig geworden bist, als er dir zugezwinkert hat. Happy Halloween! Das ist Blödsinn. Naja, vielleicht. Okay, ich liebe ihn. Im Finale solltest du besser nicht auf der Bühne in Ohnmacht fallen. Ja. Glaubst du, das könnte passieren? Oh nein! Heute ist die Abschlussparty der Talentshow. Und Fabio ist noch nicht gekommen, um sein Kostüm abzuholen. Warum rufst du ihn nicht an? Ich habe ihn so oft angerufen, aber er hebt nicht ab. Und natürlich habe ich ihm auch schon ganz viele Nachrichten geschickt. Keine Antwort. Vielleicht arbeitet er in einem Haarsalon für Kätzchen und arbeitet deshalb nicht. Ich weiß es nicht, aber ich werde sein Handy mit Totenköpfen und Vampiren überhäufen, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Es ist Halloween. Wanda. Ich war immer ein sehr entspanntes Hündchen, aber jetzt bin ich so nervös wegen JB. Mach dir keine Gedanken. Aber VIP-Pets, das Finale ist in ein paar Stunden. Wir müssen einen Weg finden, ihr zu helfen. Mal sehen. Denkt nach. Wenn ich performe, stelle ich mir die Jury auf die lustigste Art und Weise vor. Und das entspannt mich sehr. Ich hab's. Du könntest dir JB mit einer Clownsnase vorstellen. Oder vielleicht mit einem lustigen Hut. Oder als JB Cupcake. Gute Idee. Vielleicht auch nicht. Es hat nicht geklappt. Das können nur noch Fabio und Fabia richten. Endlich gehst du ran. Nila tritt heute Abend auf und sie braucht eine neue Frisur. Kein Problem. Ich bin in 5 Minuten da. Versprochen. Hallo Mädels, hier bin ich. Du sagtest 5 Minuten. Und das ist eine Stunde her. Was hast du gemacht? Ich war also beschäftigt mit Dingen. Was für Dinge? Oh, Nila, du siehst traurig aus. Was ist denn los? Ich liebe JB. Nur ein bisschen. Und wenn ich ihn sehe, werde ich so nervös, dass ich ohnmächtig werde. Sag nichts mehr. Was du brauchst, ist ein neuer Look, der dein Selbstvertrauen stärkt. Style. Sieh dich an! Du bist als großer Star geboren. Noch größer als JB. Außerdem, berühmte Leute sind normale Leute, so wie du und ich. Niemand ist besser oder schlechter, nur weil er berühmt ist. Mit diesem Color Boost Look habe ich mein Selbstvertrauen zurück. Zeit für die heutige Show zu proben. Dankeschön. Also, ich muss gehen. Ich muss noch ein paar Sachen fertig machen. Schon wieder? Heute Nacht ist die Party mit allen Gewinnern. Ich werde da sein. Das gruseligste Kostüm ist die Pantherfrau. Ha, da liegst du falsch. Das Schrecklichste überhaupt ist ein Zahnarztkostüm. Denn Zahnärzte gibt es wirklich. Das schrecklichste Kostüm bist du. Du nervst. Hallo und herzlich willkommen zur besten Talentshow der Welt. Und nun macht mal ein bisschen Lärm für Nila, unsere Yoga-Künstlerin. Ruhe, Ruhe. Wow, sehr zen. Sie erinnert mich an die Lotusblume. Es sieht so aus, als würde sie jeden Moment losschweben. Wow! Unglaublich. Sie bringt Frieden und Harmonie. Da hast du recht. Ich bin gerade so richtig entspannt. Ich liebe es. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Wow, diese Bewegungen. Eine herausragende Leistung. Bravo, Nila. Du bist die Gewinnerin deiner Kategorie. Namaste. Was für ein Style, Nila.
Habt ihr das gesehen? Sie hat mir zugezwinkert. Das hat sie. Ja, großartig, Gewinnerin! Ja. Nila ist die Beste. Sie hat gewonnen. Glückwunsch, Nila. Dein Zwinkern ist viral gegangen. Du warst so entspannt. Und was für tolle Posen. Es ist, als wärst du aus Gummi. Namaste, Mädels. Kann ich ein Autogramm haben, bitte? Bitte. Nila und ihre Freundinnen, die VIP-Pets, haben ihre Träume verfolgt. Sie haben niemals aufgegeben und hatten Erfolg bei der Talentshow nach so viel Arbeit. Aber vor allem sind sie sich immer treu geblieben. Gut gemacht, Mädels. Jetzt habt ihr mich aber erschreckt. Glaubst du denn, er kommt pünktlich zur Party? Ich bin sicher. Mein Onkel hat noch nie eine Halloween-Party verpasst. Hä? Huh? Hi, ihr Lieben! Unser neuer mobiler Salon. Jetzt, wo die VIP-Pets berühmt sind und zu vielen Events müssen, wie wär's, wenn wir zusammen auf Tour gehen? Es ist wunderschön! Das muss geteilt werden! Jetzt verstehe ich! Deshalb warst du in letzter Zeit so beschäftigt, Onkel. Haha, ja. Ich wollte euch überraschen. Du bist der beste Onkel der Welt. Okay, meine Lieblingsnichte. Aber drück mich nicht so fest. Vorsicht mit meinen Haaren. I love VIP Pets. Ich kann es kaum erwarten, meine Freunde zu sehen und ihnen meine Entdeckung zu zeigen. Die wird sie umhauen. Ah, ich habe den Meeresduft vermisst. Obwohl, es riecht auch ein bisschen nach Cupcakes. Hm? Ah, aber natürlich, Juliette. Lady Gigi, ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Pass auf! Dieser Cupcake ist so lecker. Ich wollte noch mehr mitbringen, aber sie sind mir verbrannt. Also, wie war der Sommer? Ich habe etwas entdeckt. Warte, bis alle hier sind. Sonst musst du die Geschichte ja ganze viermal hintereinander erzählen. Hi! Alessia! Wie waren die Ferien, meine Liebe? Die waren toll. Wie waren eure? Also ich? Gwen! Mädels, wie wunderbar. Ich brauche euch für meinen Tanz. Die Einzige, die noch fehlt, ist Nila. Wo ist sie? Hier. Ich bin als Erste hier gewesen, aber ich war so eins mit der Natur, dass ihr mich übersehen habt. Ja! Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. Die VIP-Pets sind zurück. Also, wir sind alle hier. Bis auf Taylor. Die surft in Australien, um ein Sportstar zu werden. Aber ich wollte euch etwas erzählen, dass... Ich war auf einem Influencer-Treffen und das war... Wirklich? Ich habe einige Yoga-Stellungen gelernt, die ich euch unbedingt beibringen muss. Also, ich habe an einem Sommermalkurs und habe neue Techniken gelernt. Wow, wie cool. Was ist mit dir, Juliette? Also... Ich habe eine Überraschung. Ich habe einen neuen menschlichen Modetrend entdeckt, den wir unbedingt ausprobieren sollten. Er ist einfach umwerfend. Ui, so ist er nicht. Entschuldigung. Hier, seht. Seht, wie es funkelt. Das ist der allerneueste Jahrhunderttrend. Er heißt Glitzer. Wollt ihr ihn mal ausprobieren? Naja, vielleicht. Ich weiß nicht. Glitzer? Dieses funkelnde Zeug, nicht wahr? Ja, alle sagen, er ist furchtbar trendy. Also ich glaube ja, dass dieses funkelnde Zeug besser zum Winter passt. Ja klar, um sich als Weihnachtsbaum zu verkleiden. Da wir über Frisuren reden, wir sollten vielleicht unsere Lieblingshaarstylisten besuchen, meint ihr nicht? Ja! Also, ich glaube immer noch, dass Glitzer cool ist. Ich nehme das Magazin mit, um es Fabio zu zeigen. Mal sehen, was sie sagen. Wartet auf mich, Mädels! Was? Bist du stolz? Ha? Natürlich bin ich das. Du hast dir dieses Zertifikat mit harter Arbeit verdient. Ah, ich weiß noch immer, wie du zum ersten Mal in diesen Salon gekommen bist. Und jetzt bist du eine echte Hairstylistin. Es kommt mir vor, als war es erst gestern. Tatsächlich ist es noch nicht lange her. Wie auch immer, dieses Zertifikat braucht einen guten Platz, wo es wirklich jeder sehen kann. Lass mich überlegen. Warte, wir haben Besuch. Mädels! Hi!
Oh, oh, meine besten Kundinnen. Wie schön, euch endlich wiederzusehen. Wir kriegen keine Luft. Oh, ja, Entschuldigung. Also erzählt mal, wie waren die Ferien? Erzählt mir alles, alles. Ich war die Jane auf einem super coolen Festival. Und da waren so viele Leute. Und ich habe die ganze Zeit gesungen. Was ist das für ein Magazin, Juliette? Naja, es ist über Trends. Da gibt es einen, der mir echt gefällt. Und ich dachte, dass der euch auch gefällt, weil meinen Freundinnen gefällt er nicht so. Sieh dir das an, Onkel. Lass mal sehen. Das ist... Wow! Unglaublich! Atemberaubend! Glitzer ist wundervoll! Wirklich? Findest du? Ich liebe ihn einfach! Was ist wundervoll? Glitzer! Ja, das ist er! Wir lieben Glitzer! Wir haben ihn immer geliebt! Aber als ich es euch gezeigt habe, sagtet ihr doch... Ja! Glitzer ist so cool! Ich will Glitzer! Aber du hast gesagt, er ist gut zum Verkleiden! Möchtet ihr, dass wir den Look an euch ausprobieren? Ja! Ich zuerst! Okay, nicht so schnell. Ich bin die Erste. So, ein Winterlook war es nicht. Warte. irgendwas ist hier vorgefallen und ihr erklärt es mir jetzt. Also, vielleicht ist sie traurig, weil wir schlecht über Glitzer geredet haben. Weißt du, Juliette hat uns den Glitzerlook vorher gezeigt, aber wir haben dem Ganzen nicht viel Beachtung geschenkt. Aber warum? Er gefällt euch doch jetzt. Naja, weil er Fabio gefällt und er ist unser Haarstylist, der Beste auf der Welt. Ja, aber Juliette ist eure Freundin. Und es ist klar, dass die Idee zu dem Look von ihr kam. Was ihr mit ihr gemacht habt, war nicht nett. Du hast recht. VIP-Pets sollten einander immer unterstützen. Hey, Juliette, was machst du da? Ist alles okay? Du bist so traurig aus dem Haarsalon geflüchtet und wir sind alle sehr besorgt. Ich bin nur traurig, weil ich glaube, meine Freundinnen mögen mich nicht mehr. Deine Freundinnen warten auf dich. Sie sind trauriger als du. Wirklich? Aber sicher. Sieh nur. Was habt ihr eurer Freundin zu sagen? Juliet, verzeih uns bitte. Wir wissen nicht, was mit uns los war. Was wir getan haben, war falsch. Juliet, du bist die Einzige, die den Glitzerlook verdient hat. Du hast ihn entdeckt. Und du hast ihn mit uns allen geteilt. Du bist das beste VIP-Pet. Wirst du uns verzeihen? Natürlich. Ihr seid meine besten Freundinnen. Ja! Los, Juliet, komm wieder zurück. Du wirst funkeln. Ich werde den neuen Glitter-Twist-Look an dir probieren. Hört mal, meint ihr nicht, dass dieser Glitzerlook so cool ist, dass wir ihn, ich meine, selbst versuchen können? Du meinst an uns selbst? Gar keine schlechte Idee. Na los. Und jetzt zum Schluss. Oh, mein Zertifikat. Onkel, du bist der Beste. Ich wäre ein Niemand ohne dich und unsere VIP-Pets-Freunde. Und was kann ich noch zu unserem neuen Glitzerlook sagen? Sie sind so umwerfend. Ich liebe sie. Wow, aber was ist das? Das ist Glitzer, nicht wahr? Ich liebe es. Seht nur, wie er funkelt. So strahlend. Oh, ich brauche einen Arzt. Ich werde ohnmächtig. Du bist eine Drama-Queen. Dieser Hund schafft mich. I love VIP-Pets.